Rocky und Smokey. Lucky? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Was denn, Helmut? Irgendwas. Helmut, sollen wir uns nicht auch impfen lassen? Ich hab Angst vor dieser grauenhaften Seuche, die sich in Deutschland ausbreitet. Ich auch, Lucky, aber gegen die FDP gibt's noch keine Impfung. Nein. Helmut! Helmut, ich meine die Schweinegrippe, da sind wir doch sehr gefährdet. Wir nicht, Lucky. Die Krankheit trifft vor allem alte Menschen. Aber die Viren schwirren doch überall herum und gelangen in die Atemwege und in die Lunge. Lucky, meine Lunge ist so dicht. Da ist für Viren gar kein Platz mehr. Ich atme. Ich atme seit Jahren auf der Milz weiter. Und da finden die Viren gar nicht hin. Aber du hast doch jetzt schon den 5. Herzschrittmacher und rauchst. Damit gehörst du gesetzlich zur Risikogruppe. Lucky, ich werde von einem Elektromotor angetrieben. Und ich qualme. Ja. Aber damit bin ich gesetzlich keine Risikogruppe, sondern ein Hybridfahrzeug. Ach. Ja. Aber... Aber mir ist irgendwie mulmig. Die Schweinegrippe ist doch hoch ansteckend. Lucky, ich kannte den Strauß, den Regen und den Busch. Ich habe in meinem Leben so viele Schweine getroffen. Ja, ja, ja. Da habe ich mich auch nicht angesteckt. Ja, ja, ja. Ich habe im Mittelalter die Pest und die Cholera überlebt. Und ich hatte mit meinem Freund Henry Kissinger in Amerika die spanische Grippe mit 42 Fieber. Unsere Köpfe waren so rot, dass daraus später Halloween entstanden ist. Aber die Grippe ist doch ein Riesenproblem für Deutschland. Natürlich, Lucky. Ja. Wie alle Epidemien, ja. Vogelgrippe, Rinderwarm. Erst durfte man keinen Kontakt mit Vögeln haben, dann nicht mit Kühen, jetzt nicht mit Schweinen. Ich kenne Bauern in der Eifel, die sagen, wenn jetzt noch die Schafe dazukommen, finden wir gar keine Partnerin mehr. Ach, Helmut! Außenlein! Nein! Also, Helmut, ich finde, wir sollten uns impfen lassen. Die Bild-Zeitung bringt auch jeden Tag neue Horrormeldungen. Das stimmt, Lucky. Aber wenn man die Bild liest, ist das Gehirn in der Regel schon so geschädigt, dass die Grippe auch nichts mehr kaputt macht. Außerdem... Außerdem soll in dem Impfstoff Quecksilber sein. Oh, Helmut, wir rauchen seit 300 Jahren. Ja. Wir haben schon so viel Quecksilber im Körper. Wir gelten beim Arzt nicht mehr als Fieberpatienten, sondern als Fieberthermometer. Das stimmt. Aber diese Impfung ist nur ein PR-Feldzug der Pharmaindustrie. Ja. Und du weißt, die Pharmaindustrie hat schreckliche, unerwünschte Nebenwirkungen in die Welt gebracht. Zum Beispiel... Leverkusen oder Dormagen. Du willst dich einfach nicht nur impfen lassen, weil du immer gegen Medizin bist. Wir haben nicht mal was in unserem Erste-Hilfe-Schränkchen. Doch, Nikotinpflaster. Aber ich habe nichts gegen Medizin. Der Eid des Hippokrates war in meinem Leben immer etwas Besonderes. Hast du den etwa geschworen? Nein, ich habe ihn selbst verfasst. Ja, aber wenn wir jetzt Schweinegrippe kriegen, Helmut,
dann klopft der Tod bei uns an der Tür. Lucky, der Tod war letztens schon an unserer Tür und wollte uns mitnehmen in den Himmel. Aber den musste ich wieder wegschicken. Warum? Da oben gibt's keinen Raucherbereich. Oh.